erst mal das ganze Strups weg wäre, was da alles drin runter ist. Sag mal, das Ding schon, das ist aber nicht gemacht. Hängt das Spielzeug ja. Und das ist die Matratze ist neu. Die Matratze haben sie jetzt neu reingestellt. Oh, 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 oh. Hilfe, Hilfe. Wo sind wir hier hingekommen? Das. Ja. Und einer putzig, ja. Das war fast 30 Leute. Matratzen. Und jeden Tag sind die Matratzen. Das ärgert. Bitte jetzt. Andere Sachen raus. Die sieht ja lecker aus. Sogar eine kleine Puppe. Und weitere Sachen. Wieder. Holen noch ein bisschen Sachen raus, bitte. Oh, nein. Ein Schwein. Und bitte. Und bitte jetzt. Und weitergehen, bitte. Vergessen Sie mal zwischendurch, dass ich hier. Der Zeitung, oder? Bestimmt, ja. Ja, Zeitung. Ja. Anfangen. Oh, wie hässlich. Das
ist das nicht furchtbar? Sowas wird hier hingeschmissen. Da kriegt man doch das Kotzen bei. Oh, nein. Andere würden sich freuen, wenn sie eine kleine Puppe hätten, ne? Es ist ja furchtbar. Hier, für die kleinen Kinder. Muss man nicht haben, ne? Das stinkt hier wie sonst was. Bah. Oh, nein, 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 nein. Ekelhaft. Station. Ja, das ist, wie soll ich sagen, man macht morgens hier gar nicht aus dem Haus gehen. Alles, was hier so rumläuft, das ist ja die letzten Heulerlaufen hier rum. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, das Haus zu verkaufen. Wir haben keinen Bock mehr hier. Aber mein Mann ist Fliesenleger, der hat unser Haus schön gebaut und es ekelt einen an. Und wenn wir hier sauber machen, habe ich die erste Zeit auch immer nebenan mit sauber gemacht, jetzt nicht mehr. Die Zeiten sind jetzt vorbei. Die Polizei schon angerufen, alle wollen sich umkümmern, aber keiner macht was. Es ist traurig. Da geht's schon.